habe auch noch einen Stuhl für dich. Is this working? Yes, it is. Good. Well, I was just wondering if our friends in the NSA, the US Embassy, might be trying to fuck with our technology here. But I think we've got it working now, so we've defeated them. Ich habe mich schon gefragt, ob unsere Freunde von der NSA da drüben versuchen, unsere Technik zu manipulieren, damit wir hier diese Veranstaltung nicht abhalten können. Aber jetzt funktioniert es ja zum Glück wieder. So my name's Annie Machon. I am a whistleblower who emerged out of British intelligence. And I want you to blow those whistles in memory of Chelsea Manning and also Edward Snowden. Give them a bit of support. Also mein Name ist Annie Machon und ich bin eine Whistleblowerin. Ich möchte, dass Sie heute eure Pfeifen blasen im Gedenken, oder nicht nur im Gedenken, sondern für Edward Snowden und für Herrn Manning, weil die für uns eingestanden sind. Hallo. Ist das besser? Yes. Okay, it's a great honor to have been invited to speak here today on the International Day of Privacy and also to have the chance to speak out against what looks like will be another illegal invasion of a Middle Eastern country based on false pretexts and lies, i.e. Syria. These are both subjects very close to my heart and I will attempt to explain why over the next few minutes. Und eine illegale Invasion eines weiteren Landes im Nahen Osten, nämlich Syrien. Das ist ein Thema, was mir sehr nah am Herzen liegt und das möchte ich Ihnen heute erklären, warum das ist. In the 1990s, I was recruited to work as an intelligence officer with the UK Domestic Security Service, MI5. When they recruited me, they told me that they had to obey the law, that they were subject to British law if they wanted to do something otherwise illegal, like intercept our communications, break into our homes, or spy on us. They needed a democratic oversight to do that. I spent 6 years working for them, and in that time, I and my partner, David Shaler, saw so many things going wrong that we felt forced to resign and blow the whistle on a series of crimes. These included files on government ministers, where of course MI5 then has secret information over their notional political masters. It included illegal telephone taps. It included bombs that could and should have been prevented on UK streets, but which went off and innocent people died, and then MI5 lied to cover up their mistakes. It included two innocent Palestinians going to prison for an attack in London they did not commit, and MI5 knew they were innocent. And it culminated with an illegal MI6 plot to try and assassinate Colonel Gaddafi of Libya in 1996. This attack was illegal under UK law, it went wrong, and it killed innocent people. And manifestly, it did not succeed in its objective because Colonel Gaddafi survived to be assassinated by the same people 2 years ago. In den 90er Jahren habe ich angefangen, bei MI5, dem inländischen Geheimdienst des Vereinigten Königreichs, zu arbeiten. Als ich dort anfing zu arbeiten, sagte man mir, dass ich mich an die Gesetze halten müsse und dass sich auch der MI5 an die Gesetze hält. Dass es eine gesetzliche Grundlage gibt, auf der der MI5 arbeitet und dass er legale Erlaubnisse, also eine Ermächtigung braucht, um Telefone abzuhören, in die Häuser von Menschen zu gehen und diese zu durchsuchen und Menschen im Prinzip auszuspionieren. Es gab dafür angeblich eine demokratische Grundlage. Ich arbeitete dort 6 Jahre lang zusammen mit meinem ehemaligen Partner David Shaler. Dort haben wir Dinge gesehen, die einfach falsch waren, schlicht ergreifend kriminell. Aus diesem Grund haben wir damals die Kündigung eingereicht und haben diese Dinge ans Tageslicht gebracht.
zum Beispiel, wie Akten eingelegt wurden von Menschen, die politisch aktiv waren, die ein politisches Amt ausüben wollten. Wir haben davon erfahren, dass illegale Abhöraktionen gestartet wurden. Wir haben davon gehört, dass Bomben gezündet wurden, die eigentlich vom MI5 hätten verhindert werden müssen. Unschuldige Menschen wurden getötet und der MI5 hat das einfach unter den Teppich gekehrt. Zwei palästinensische Mitbürger wurden festgenommen und sitzen noch immer im Gefängnis aufgrund der Attentate vor der israelischen Botschaft in London. Letzten Endes gab es noch ein Attentat, das vom MI6 organisiert wurde, ein Attentat auf Colonel Gaddafi, das nicht erfolgreich war. Dieses Attentat hatte keine gesetzliche Grundlage und war schlicht und ergreifend gegen das Gesetz im Vereinigten Königreich. Nur unschuldige Menschen kamen, um zu leben, und wie wir wissen, war Colonel Gaddafi danach immer noch am Leben und das Ziel dieses Attentats wurde nicht erreicht. Because we decided to blow the whistle, we had to go on the run, literally, around Europe. If we'd stayed in the UK, we would have ended up arrested and imprisoned for a breach of the Official Secrets Act, and we wanted to stay free to argue our case. So effectively, we did an Edward Snowden. We went literally on the run for a month, and then we had 10 months living in hiding in France, and then another 2 years living more openly in Paris. We had to stand by as our friends, families, and journalists around us were arrested. I was arrested. David Shaler was arrested and imprisoned twice for exposing murder by the spies. First of all, in 1998, when the British government failed to extradite him from France, he spent 4 months in prison. He returned voluntarily to the UK to stand trial and, of course, was convicted and then spent more months in prison. So it was a high price to pay. Weil wir uns entschieden hatten, zu Whistleblowern zu werden, die Wahrheit ans Licht zu bringen, mussten wir flüchten. Und wir sind tatsächlich durch ganz Europa geflüchtet, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir in Großbritannien geblieben wären, dann wären wir verhaftet worden, weil wir gegen den Official Secrets Act verstoßen hatten. Aber wir wollten die Wahrheit ans Licht bringen und aus dem Grund sind wir geflüchtet. Wir haben 10 Monate in einem Versteck verbracht in Frankreich und lebten dann 2 Jahre lang in Paris. 1998 wurde David dann verhaftet, weil Großbritannien es nicht schaffte, ihn nach England zurückzuholen. Schließlich ging er freiwillig nach Großbritannien zurück und wurde natürlich verhaftet und ins Gefängnis gebracht. Das war wirklich ein hoher Preis, den er gezahlt hat. From these experiences, two key lessons leap out at me, which are relevant to today's event. First of all, we found that we were living completely under surveillance after we went on the run. We had our telephones tapped, our emails tapped. We could not be confident that there were not bugs in our home, even our bedroom, so we could not have any privacy. And we also found out that some of our friends were pressurized by the secret police to turn and report on us. So we lived for years with a sense of no privacy whatsoever. And I can tell you, it is debilitating. It is bad for your mental health. It is corrosive to the human spirit to feel that you cannot live with a sense of privacy even in your own home. Nachdem wir die Wahl ins Licht gebracht hatten, unter ständiger Beobachtung standen. Unsere Telefone wurden abgehört, unsere E-Mails gelesen, wir fühlten uns überall beobachtet und hatten auch das Gefühl, dass sogar in unserem Schlafzimmer Wanzen versteckt waren. Wir hatten also keinerlei Privatsphäre mehr. Unsere Freunde und Familien wurden von den Geheimdiensten unter Druck gesetzt.
Und ich kann Ihnen sagen, so viele Jahre völlig ohne Privatsphäre zu leben, ist wirklich schlimm für einen Menschen. Es ist schlecht für die physische und psychische Gesundheit. Und man hat einfach das Gefühl, dass man nirgendwo mehr alleine ist, noch nicht mal in seinem eigenen Zuhause. So this sense of surveillance is the first point I want to address. And since 9/11, we have seen a rush towards Big Brother surveillance states, both in the US, the UK, and across Europe. And we are all now living with that sense that we cannot have privacy wherever we go. We cannot necessarily expect it or depend on it. Thank you very much. Perhaps Jessica will translate this for me. No one is illegal. Well, you're saying that to a whistleblower, I was for a bit. Since 9/11, intelligence has become brutal and endemic, and surveillance is brutal and endemic. And as I said, it is bad for the human spirit to have to live under that sense of lack of privacy. People may often say, I'm not doing anything wrong, I have nothing to hide. But I'm afraid that does not exist anymore. It doesn't matter if you're doing anything wrong. You might be out as an activist waving a placard today. Tomorrow they could change the laws, and tomorrow you will be deemed to be a potential extremist or even a terrorist. If this sounds fanciful, this is already happening in the US and the UK, where, for example, the Occupy movement in the City of London was deemed to be a terrorist organization. And they know this because there was a leaked letter from the police in London to all the local banks saying, be careful, they are domestic extremist / terrorist groups. So you might be waving a placard today, exercising your democratic rights. Tomorrow, you may not have those democratic rights. Ist das erste Thema, worüber ich sprechen muss, möchte. Seit den Anschlägen vom 11. September gab es einen regelrechten Run auf den Überwachungsstaat. Nicht nur in den USA, sondern auch im Vereinigten Königreich und überall in Europa. Wir alle hier können uns nicht mehr so fühlen, als hätten wir eine Privatsphäre. Wir können es zumindest nicht erwarten oder uns darauf verlassen, dass wir sie hätten. Seit 9/11 haben sich die Geheimdienste ausgebreitet, und zwar auch in den eigenen Ländern. Und wie ich schon sagte, ist das für jeden Menschen ein schlechtes Gefühl, und es ist schlecht für die psychische und physische Gesundheit, weil man keine Privatsphäre mehr hat. Jetzt sagen Sie vielleicht, ich habe ja nichts zu verstecken, weil ich nichts falsch gemacht habe. Aber das ist eine Aussage, die schlicht und ergreifend in der heutigen Zeit nicht mehr existiert. Möglicherweise haben Sie nichts falsch gemacht, aber die Gesetze könnten sich jederzeit ändern. Sie üben hier Ihr demokratisches Recht aus, indem Sie demonstrieren. Aber schnell werden Menschen zu Extremisten oder sogar zu Terroristen erklärt. Das ist in dem Vereinigten Königreich und auch in den USA bereits passiert. Die Occupy-Bewegung zum Beispiel wurde zu einer terroristischen Gruppierung erklärt. Es gab Briefe an Organisationen und Banken, wo gesagt wurde, dass sie sich vor dieser Gruppierung in Acht nehmen sollen. Sie üben hier nur ihr demokratisches Recht aus, aber die Gesetze können sich ändern und morgen ist das vielleicht nicht mehr der Fall. The other issue around the surveillance state is that we lose our freedom of thought, our freedom of expression. Because only if we have free media where we feel that we can securely and privately ingest information, read information, watch information, and if we can feel that we can securely and privately send out information, talk to people, write to people freely about what we really think, only then can we have proper free thought, freedom of conscience, and a free democracy. As soon as we feel the NSA or the BND is watching everything we watch, is watching everything we write, and watching everything we say, we lose that freedom.
we lose any hope of real meaningful democracy. Das andere Thema, was ich ansprechen möchte, ist, dass in einem solchen Überwachungsstaat unsere Freiheiten eingeschränkt werden. Unsere Freiheit, frei zu denken und uns frei auszudrücken, das zu sagen, was wir denken. Wenn die Medien nicht mehr frei sind, wenn wir nicht mehr in Sicherheit Informationen austauschen, lesen, schreiben und sehen können, wenn wir nicht mehr frei jedem das erzählen und schreiben können, was wir denken, dann wird unsere Freiheit eingeschränkt. Dann haben wir keine wirkliche Demokratie mehr. Solange uns Geheimdienste wie die NSA bei allem zusehen, was wir im Internet tun, was wir schreiben, was wir übers Telefon sagen, ist unsere Freiheit und unsere Demokratie gefährdet. The second point I want to make of what we learned from the intelligence years and the whistleblowing years is that it is a fact that intelligence agencies, all intelligence agencies from every country, involve themselves in dirty tricks in order to achieve their objectives. And they can do this because they operate in secret, often outside the law. Even if they're caught out, they can lie to their government about what they do. And this is precisely what happened with the Gaddafi assassination plot. And we've seen many other examples of what has become known as false flag operations since. Now, what concerns me is in Libya, Gaddafi was taken out in exactly the same sort of operation where CIA and MI6 were funding Al-Qaeda in 2011. And this time it was done openly in the full view of the world's media, and we didn't care. Whereas in the 1990s it was done secretly and shamefully and covered up. So that shows a moral journey that we have made as citizens, as the people of the world, to condone this sort of activity. What concerns me now is what is happening in Syria. Here it is even more blatant. Here we have a situation. We have a situation where the CIA and MI6 are on the ground, the special forces are on the ground, and they are backing the rebel groups, many of whom are self-professedly Al-Qaeda, the very organization that we are supposed to be waging the war on terror against, and yet we want to help them and fund them and arm them. And now we have the claims of a chemical weapons attack. The UN has been thwarted in its attempts to try and establish the facts around this attack. It is being blamed by the Western propaganda media on the Assad regime, and used by our governments as a pretext to invade. And yet, it would be completely counterproductive for Assad to have attacked his own people knowing he would be invaded. And yet, it is completely within the bounds of possibility that it could be a false flag attack carried out by the rebels and then blamed on Assad as a pretext for yet another illegal war that will kill many more millions in the Middle East. Weitere Lehre, die wir aus diesen Jahren der Geheimdienste und der Whistleblower gelernt haben. Es ist eine Tatsache, dass es in allen Ländern Geheimdienste gibt, die mit dreckigen Tricks arbeiten, um ihre Ziele zu erreichen. Und sie können das tun, weil sie im Geheimen arbeiten. Und oftmals tun sie das entgegen der eigenen Gesetze im Land. Und sie tun es, trotzdem sie manchmal dabei erwischt werden. Das ist, was bei den ersten Gaddafi bei dem ersten Attentat auf Gaddafi passiert ist. Dies war offensichtlich eine Operation unter falscher Flagge. Was mich in Libyen bedrückt, ist, dass dort eine terroristische Gruppierung, nämlich Al-Qaida, unterstützt wurde, um diese Operation durchzuführen und Gaddafi zu töten. Heutzutage passiert so etwas ganz im Offenen. Wir sehen das und wir kümmern uns gar nicht drum. Früher geschah dies im Geheimen, aber heute, bis zum heutigen Tag, gab es eine Art moralische Reise, die wir durchgemacht haben. Und uns bedrückt es überhaupt nicht mehr, dass ganz offensichtlich solche illegalen Aktivitäten stattfinden.
In Syrien zum Beispiel ist es auch ganz offensichtlich. Der MI6 und der CIA sind vor Ort dort und unterstützen die Rebellen mit Waffen und mit Geld. Und ganz offensichtlich sind einige von den Rebellen Al-Qaida-Kämpfer. Sie werden unterstützt von diesen Geheimdiensten. Und nun gibt es diese Anschuldigung des Attentats mit chemischen Waffen. Hier gibt es nun einen großen Streit, ob nun angegriffen werden soll oder nicht. Die UN wird angerufen. Aber im Endeffekt ist es nun wieder eine weitere Ausrede, um ein Land einzunehmen, in ein Land einzumarschieren. Aber was hätte es hat denn davon, wenn er sein eigenes Volk mit chemischen Waffen angreift, wenn er dann selbst angegriffen wird? Dies könnte genauso gut eine Operation unter falscher Flagge sein, um eine Ausrede zu schaffen, um einen weiteren Krieg anzufangen. So, to finish, what can we do? And this is how I think the two themes I've discussed fit together. We want to take action, we want to stop further imperialist illegal wars in the Middle East that will murder many more innocents, many more millions, and displace and poison them. We want to put a stop to that. But how to do it effectively? Because you will remember in the run-up to the Iraq war, millions of us marched across the planet saying we did not want war, and the governments had done a deal and did it anyway. So if we want to mobilize and get active and campaign, but also do it effectively, we need also to think about our privacy and our internet security to organize and mobilize without giving all our plans away in advance to the opposition. So this is where I would suggest that you need to get more technically aware. The hacktivists, the anonymous group, the pirate party are doing wonderful work, but many of us are technically clueless. And they offer things called crypto parties, where you can go along, take your computer, and learn how to protect your own privacy, because your government will not guarantee your privacy. You can use encryption. You can make sure you do not use American domain names. Do not organize on Facebook. Do not organize on Twitter. They are the spies' wet dream. You're doing their work for them. So get encrypted, use open source software, get away from the American hegemony, and you will protect the communications better. I will leave one more comment after this, and then we'll... Was können wir schlussendlich nun tun? Was können wir aus diesen beiden Themen, um diese zusammenzuführen, lernen? Wir müssen aufhören, weiter solche illegalen Kriege anzufangen, die wieder weitere Millionen Menschen ins Leid stürzen und für Millionen von Menschen umkommen. Wie können wir jetzt aber effektiv dagegen vorgehen? Nur protestieren haben wir schon bei dem Irakkrieg gesehen. Millionen von Menschen sind auf die Straße gegangen und haben gesagt, dass sie das nicht wollen. Und trotzdem hat der Krieg dort begonnen. Trotzdem haben die Regierungen einen Krieg begonnen. Wir möchten aktiv werden. Aber wir müssen dabei auch unsere eigene Privatsphäre schützen, während wir uns organisieren. Wir müssen unsere Privatsphäre auch aus dem Grund schützen, damit wir unsere Pläne nicht schon im Voraus an die große Glocke hängen und sie somit der Opposition in die Hände geben. Gruppen wie Anonymous oder Parteien wie die Piratenpartei tun das schon sehr erfolgreich. Es gibt jede Menge Programme, die man benutzen kann, um in Sicherheit das Internet zu benutzen und seine Privatsphäre zu wahren. Denn die Regierung gibt uns diese nicht. Organisieren Sie sich nicht über Facebook oder Twitter, denn das ist ein wahrer Traum für Spione. Benutzen Sie Open-Source-Programme, denn nur so können Sie Ihre Kommunikation schützen. The other thing we can do to help is to support organizations that fight for whistleblowers. WikiLeaks, whatever you think of personalities involved, what WikiLeaks is doing is incredibly important. Using transparency and accountability to fight for justice worldwide, not just against some of the American crimes. And also to support Edward Snowden. He needs all the help.
that he can get, send money to his newly set up defence fund, help him fight legally to protect his life. If he, as a whistleblower, can be seen to survive and not be crushed by the process, that will encourage other whistleblowers to come out, and we need all the whistleblowers we can get. So finally to finish, in Germany, how can I not reference that poem by Pastor Martin Niemöller? But I want to update it. In my view, it would go something like this. First they came for the whistleblowers, but I was not a whistleblower, so that I did not speak up. Then they came for the Muslims, but I was not Muslim, so I did not speak up. Then they came for the activists, but I was not a domestic extremist, so I did not speak up. So when they came for me, there was nobody to speak up for me. Speak up now! Was wir letzten Endes noch tun können, ist Organisationen zu unterstützen, die für Whistleblower kämpfen, so wie zum Beispiel WikiLeaks. Die Arbeit von WikiLeaks ist wirklich großartig. Wir müssen transparent bleiben und verantwortlich, um für Gerechtigkeit zu kämpfen. So können wir zum Beispiel auch Edward Snowden unterstützen. Er hat einen Fonds eingerichtet, zu dem man spenden kann. Helfen Sie ihm so, diese Phase seines Lebens zu überleben, damit er davon nicht unterdrückt wird und somit andere Whistleblower ermutigt, auch an die Presse zu gehen und Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen, die einfach falsch sind. Denn wir brauchen solche Whistleblower. Ja. Und natürlich muss ich hier in Deutschland auch Nürnberg zitieren. Aber ich möchte dieses Zitat etwas abändern. Zunächst einmal waren dort die Whistleblower. Zunächst einmal verfolgten sie die Whistleblower, aber die Whistleblower sagten nichts. Und danach kamen sie hinter den Muslimen hinterher, aber auch die sagten nichts. Falsch übersetzt. Erst waren die Whistleblower und ich habe nicht protestiert. Sollen wir es einfach so stehen lassen im Englischen? Ja. Danke. Well, thank you so much for coming here and for this exclusive information. And thank you for the translation too. Very good.